Herzlich willkommen zu diesem Tutorial-Video. Es baut auf dem Erste-Schritte-Video zu Arcon OPC Server UA auf. Zuerst möchte ich Ihnen ein Beispiel-Dashboard für eine Siemens Synomeric zeigen, welches die Daten über Arcon OPC Server UA bezieht. Auf diesem Dashboard sehen wir zum Beispiel die aktuellen Override-Einstellungen, die Anzahl der hergestellten Werkstücke und das aktive Programm. Für dieses Tutorial beschränken wir uns auf zwei Variablen, die wir von einer Siemens S7-1516 SPS lesen. Dank OPC UA ist der Zugriff auf Variablen bei allen Geräten gleich. Das Ziel in diesem Tutorial ist, Ihnen zu zeigen, wie Sie den OPC UA Client in Node-RED konfigurieren und die Werte in einem Dashboard anzeigen können. Der erste Schritt ist zu prüfen, dass der Arcon OPC Server UA läuft und Sie die Symbole, die sich auf ihm befinden, lesen können. Das kann mit einem OPC UA Client wie dem UA Expert getestet werden. Für unser Beispiel haben wir die Sicherheitseinstellungen im Serverkonfigurator des Arcon OPC Server UA auf Non umgestellt, um die Einrichtung zu vereinfachen. Eine Anleitung, wie Sie Node-RED installieren, erhalten Sie auf der Node-RED-Webseite. Den Link zur Webseite finden Sie in der Videobeschreibung. Um einen Flow mit OPC UA-Funktionalität erstellen zu können, müssen als erstes die nötigen Module geladen und installiert werden. Rechts oben im Menü unter Manage Palette können Sie Module installieren. Suchen Sie im Install-Tab nach den Modulen Node-RED Dashboard und Node-RED Contrib OPC UA und installieren Sie diese. Nachdem die Module installiert wurden, haben wir Zugriff auf die OPC UA und Dashboard Nodes. Wir ziehen die Node OPC UA Client in die Arbeitsfläche. In das Feld Endpoint tragen wir die Endpoint-URL des Arcon OPC Server UA ein. Die Endpoint-URL können Sie bequem im Rechtsklickmenü des Tray-Icons vom Serverkonfigurator kopieren, wenn der Server auf dem gleichen Rechner installiert ist. Bei Action stellen wir um auf Subscribe und das Intervall stellen wir auf eine Sekunde. Wenn Sie Variablen nur einmal lesen oder schreiben möchten, können Sie hier auf Read oder Write umstellen. Die Zertifikatseinstellungen lassen wir auf None. Im nächsten Schritt fügen wir die Variablen, die wir überwachen möchten, hinzu. Dafür brauchen wir eine OPC UA Item Node. Wir öffnen die Einstellungen der OPC UA Item Node. Unter Item wird die Node ID der Variable angegeben. Die Node ID können Sie sich zum Beispiel aus dem Address Space Konfigurator herauskopieren. Unter Address Space konfigurieren können Sie links im Address Space Bereich auf die Variable klicken und dann unten die Node ID markieren und kopieren. Hier sehen Sie auch den Datentyp der Variable, den wir als nächstes brauchen. Wir fangen an mit der Variable Date. Sie hat den Datentyp DateTime. Wir fügen die Node ID ein und wählen den Datentyp aus. Abschließend geben wir dem OPC UA Item noch einen Namen und bestätigen wieder mit Done. Jetzt brauchen wir die Inject Node. In den Eigenschaften entfernen wir die beiden Einträge Message Payload und Message Topic. Wir setzen den Haken bei Inject Once Every 0.1 Seconds, belassen Repeat auf None
und bestätigen die Einstellung mit dem Done-Button. Um zu prüfen, ob soweit alles richtig funktioniert, fügen wir eine Debug-Note ein. Wir stellen die Debug-Ausgabe um auf Complete Message Object, damit die Nachricht im JSON-Format ausgegeben wird. Wenn wir jetzt Deploy drücken, werden uns die Werte der Variable im Debug-Fenster angezeigt. Die Überwachung der Variable ist nun eingerichtet. So könnte zum Beispiel bei einer Grenzwertüberschreitung mit einer UA-Client-Note eine andere Variable geschrieben werden. Das Schreiben eines Wertes würde mit einer UA-Client-Note und Action-Write erfolgen. Um mehrere Variablen darzustellen, verwenden wir einen Switch. Wir tragen den Namen unserer OPC-UA-Item-Note in den ersten Posten ein. Unter Property ersetzen wir Payload durch BrowseName und bestätigen wieder mit Done. Für das Dashboard muss ein Tab und eine Gruppe erstellt werden. Um Tabs und Gruppen zu erstellen, müssen wir rechts auf das Dashboard-Menü. Hier fügen wir zuerst einen Tab hinzu und dann eine neue Gruppe. Weiter geht es mit der Einrichtung des Dashboards zur Anzeige der Variablen. Wir fügen eine Textnote hinzu. In den Einstellungen wählen wir nun die Group aus, die wir eben erstellt haben. Bei Label tragen wir eine Überschrift ein. Anschließend drücken wir wieder auf Done. Wenn alles richtig eingestellt wurde, können wir auf Deploy drücken und uns dann unter Dashboard unser erstes Feld im Dashboard anzeigen lassen. Wir legen noch eine weitere Variable an. Im Address Space Konfigurator des Archon OPC Server UA kopieren wir wieder die Node-ID, in diesem Fall von DWORD, und schauen, welchen Datentyp sie hat. Wir fügen ein neues OPC UA Item hinzu, tragen die Werte ein und vergeben wieder einen Namen. Dann gehen wir zum Switch und legen dort dieses Item an. Als Ausgabe nehmen wir diesmal eine Gauge. Wir drücken wieder auf Deploy und jetzt werden beide Variablen im Dashboard angezeigt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.